Der Magnetfinder von Bankontrol ist ein kompakter Magnetfeldprüfer mit LED-Taschenlampe und Magnetkappe zum Funktionstest. Der Magnetfeldprüfer reagiert nicht auf Spannungsfelder in Steckdosen, sondern ausschließlich auf Magnetfelder. Das ist der Unterschied zu einem kontaktlosen Spannungsprüfer. Dieser reagiert auf Spannungsfelder von Leitungen und auch von Netzgeräten. Das Spannungsfeld sagt aber noch nichts darüber aus, ob tatsächlich durch dieses Netzgerät auch Strom fließt und das Netzgerät daher funktioniert. Dazu brauchen wir den Magnetfinder, der nicht auf das Spannungsfeld der Leitung reagiert, sondern nur auf das Magnetfeld des stromdurchflossenen Transformators. Jetzt wissen wir, dass der Transformator tatsächlich funktioniert. Hier haben wir ein Magnetventil mit zwei Spulen, wie es in Zapfsäulen eingesetzt wird. Beide Statusleuchten sind dunkel, weil die Spulen noch nicht in Betrieb sind. Allerdings ist der Phasenleiter angeschlossen. Ein kontaktloser Spannungsprüfer zeigt uns an, dass die Spulen unter Spannung stehen. Aber weil der Nullleiter nicht angeschlossen ist, fließt kein Strom und die Spulen sind daher noch nicht in Betrieb. Jetzt ist auch der Nullleiter der rechten Spule angeschlossen und das rote Licht zeigt uns, dass diese Spule in Betrieb ist. Die linke Spule ist nach wie vor nicht in Betrieb. Und jetzt zeigt uns der Magnetfeldprüfer hier ein Magnetfeld an, bei der zweiten Spule kein Magnetfeld.